Grundlagen sind langweilig, aber spätestens wenn du diese Grundlagen das erste Mal in deinem Mix erfolgreich eingesetzt hast, dann sind sie zwar immer noch langweilig, aber zumindest extrem hilfreich. Und um genau so ein Helferlein geht es heute, denn es kann nicht nur auf- und zumachen. Das Noise Gate. Jetzt in deinem Adventskalender. Präsentiert von Storia Mastering und Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Das Noisegate ist sicherlich nicht ein Plugin, was direkt oben auf deiner Anschaffungsliste draufsteht und bestimmt auch nicht das Plugin, mit dem du auf der nächsten Party angeben kannst. Aber das Noisegate ist ein praktischer Helfer, nicht nur bei Schlagzeugaufnahmen, wo du zum Beispiel zwischen zwei Schlägen die Einstreuung von Becken oder anderen Trommeln einfach ausblenden kannst, sondern vielleicht auch bei Podcasts. Wenn du zwei Leute in einem Raum hast, der eine quasselt, der andere nicht, dann hast du den Quasselnden immer auch im Mikrofon vor dem, der gerade nicht spricht und möchtest den vielleicht da ein bisschen leiser oder ganz raus haben, dann kannst du auch das mit einem Noise Gate machen. Jede DAW bringt in der Regel ein Noise Gate mit und meistens haben diese Noise Gates fünf Standardregler, die wir uns jetzt heute auch mal genauer anschauen wollen. Diese fünf Regler sind nahezu in jedem Noise Gate zu finden und man kann damit eben nicht nur dafür sorgen, dass das Noise Gate auf und zu macht, sondern dass man damit auch Sound oder sogar Groove machen kann und genau das schauen wir uns heute mal an. Das heißt, wir gucken nicht nur auf die Funktion, sondern spielen auch ein bisschen rum, damit du motiviert bist, das Noise Gate bei deinem nächsten Mix auch mal rauszuholen auf jeden Fall. Jede DAW bringt, wie gesagt, standardmäßig ein Noise Gate mit. Ich habe hier jetzt mal beispielhaft das von Studio One aufgemacht, wie du hier sehen kannst. Und die fünf Regler, um die wir uns heute mal kümmern sollten, sollten auch in deinem Noise Gate zu finden sein, auch wenn es vielleicht ein bisschen anders aussieht. Es geht dabei um den Threshold, also den Arbeitspunkt. Ab wann öffnet das Noise Gate denn eigentlich? Dann Reduction Range heißt es hier, also wie stark soll das Noise Gate eigentlich schließen? Also es macht auf, wenn es dann schließt, wie viel lässt es vom anderen Signal eigentlich noch durch? Es kann komplett zumachen, sodass du gar nichts mehr zwischen den Schlägen oder zwischen den Sprechpausen hörst oder so. Oder es kann ein bisschen durchlassen, kann ein bisschen natürlicher klingen. Schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Kann man schön mit rumspielen. Dann haben wir hier noch Attack, Hold und Release. Ich habe hier den Standard-Patch aufgerufen, also Default Setting. Hören wir mal rein, wie das aktuell klingt. Scheint jetzt noch nicht so viel zu arbeiten. Deswegen drehen wir mal am Threshold und gucken wir mal, dass wir die einzelnen Snare-Schläge so freigestellt bekommen, dass nur die übrig bleiben. Dazu drehe ich mal die Reduction Range hier, also das Schließen des Noise Gates, komplett runter. Soll also komplett ausmachen, wenn zwischen den Signalen nichts durchkommt. Jetzt hören wir mal, was beim Threshold passiert. Ziel ist, die anderen Trommeln, auch die Bassdrum, auszublenden. Muss man ein bisschen experimentieren, ein bisschen länger hören, dass man wirklich jeden Schlag erwischt. So, das sollte der Punkt sein, wo jetzt unser Noise Gate so weit zumacht, dass nur noch die Snare-Schläge durchkommen. Und jetzt können wir mal mit dem Reduction Range spielen, dass wir sagen, okay, wie viel soll denn von dem anderen Signal noch durchkommen? Hören wir mal, wie das klingt. Jetzt ist es komplett offen. Und du siehst, man kann sehr natürlich damit das zwischen den Schlägen auch drin lassen, sodass es nicht komplett unnatürlich klingt, wenn es komplett geschlossen ist. Wenn du aber volle Kontrolle zum Beispiel über eine Snare haben möchtest, dann kann es durchaus auch Sinn machen, die komplett freizustellen und die Reduction Range auf 0 zu stellen. Ich stelle sie nochmal zurück auf 0, also auf minus 72 dB. 0 in dem Zusammenhang meine ich natürlich, dass es komplett zumacht. Und jetzt gucken wir uns die anderen Regler mal an, denn die sind auch wirklich spannend, denn mit denen kann man eben nicht nur bestimmen, wie das auf und zu stattfindet, sondern auch, wie das klingt. Das heißt, man kann mit einem Noise Gate auch durchaus Sound machen. Erster Regler, Attack-Zeit. Also wie schnell soll denn eigentlich, wenn das Nutzsignal reinkommt, dieses Noise Gate aufmachen? Kann langsam sein, dann klingt dieses Aufmachen ein bisschen weicher, kann ein bisschen schneller sein, sodass bei einer Snare jetzt zum Beispiel der Attack vorne von der Snare nicht abgeschnitten wird. Und wir haben gerade 5 Millisekunden eingestellt. Ich drehe ihn mal erst ein bisschen höher und dann gucken wir mal, was mit unserer Snare passiert. Kein Transient mehr vorne dran. Könnte fett klingen, muss es aber nicht. Ich stelle mal den kleinstmöglichen Wert ein. So, da ist unser Transient vorne wieder. Und falls dein Noise Gate eine Look Ahead, also eine Guck nach vorne Funktion hat, kannst du die auch mal aktivieren. Dann wird der Transient nämlich vorne noch ein bisschen schärfer. Aber wenn er es nicht hat, auch kein Problem. Okay, und du siehst, du kannst den Grundsound der Snare durchaus steuern hier vorne. Wie hart oder wie weich möchtest du denn deine Snare eigentlich haben?
Ich möchte den vollen Transienten deswegen niedrigster Wert. Soll sofort aufmachen, sobald was reinkommt. Und in Verbindung mit Look Ahead funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Kommen wir zu den anderen beiden Reglern, die so ein bisschen miteinander zusammenspielen. Der eine ist der Hold-Regler und der andere der Release-Regler. Der Hold-Regler regelt, wie lange, wenn das Noise Gate geöffnet ist, wie lange bleibt es denn eigentlich unangetastet offen. In diesem Fall sind jetzt hier 50 Millisekunden eingestellt. Das heißt, dieses Noise Gate öffnet nach 0,05 Millisekunden, wenn der Snare schlagt den Threshold übersteigt, also öffnet, hält 50 Millisekunden das Gate offen und danach im aktuellen Fall würde damit der Release-Zeit das Noise Gate 80 Millisekunden benötigen, um wieder zu schließen. Ich stelle die Release-Zeit aber mal ganz runter auf den Minimalwert, der ist hier 10 Millisekunden und jetzt spielen wir mal mit der Hold-Zeit. Auch die stelle ich mal ganz runter, eine Millisekunde und gucken wir mal, wie die Snare sich jetzt verändert. So kurz. Und jetzt spielen wir mal. Mal gucken, ob wir den Punkt erwischen, wo wir nur die Snare haben und alles dazwischen weg ist. Snare wird immer länger. Kannst du genau so einstellen, dass du das erwischt, was dir am besten gefällt. So. Und jetzt können wir mit der Release-Zeit sagen, wenn dieses Gate wieder schließt, wie schnell soll das passieren? Soll das instant passieren, also jetzt in diesem Fall nach 10 Millisekunden, relativ steilflankig, oder soll das eher so weich auslaufend musikalisch klingen? Stellen wir mal die Release-Zeit ein. So klingt es für mich noch okay und die Becken, vor allem das geöffnete Hi-Hat, ist noch nicht so stark drin. Aber wir können auch mal ein bisschen extremer damit spielen, indem wir dann einfach mal ein bisschen rumdrehen und lass dich da durchaus inspirieren vom Noise Gate, denn es wird dann eben nicht nur zum Noise Gate, sondern es wird auch zu einem Groove Gate. Spielen wir mal die Hold-Zeit ein bisschen runter und spielen wir mal mit der Release-Zeit. Also kürzeres Snare, Release-Zeit ein bisschen länger, knalliger, viel knackiger oder Hold-Zeit eben ganz lang und die Release-Zeit kurz. Klingt mehr wie so eine gegatete Snare von Phil Collins aus den frühen 80ern zum Beispiel. Also, alles ist drin. Ich stelle die Release-Zeit mal wieder so ein, dass wir einigermaßen Snare hören. So, und jetzt die Reduction-Range wieder zurück. Und die Snare ist jetzt so weit freigestellt, dass wir eigentlich nur noch Bassdrum und Overheads brauchen und fertig ist das Schlagzeug. Also schalte ich die mal dazu. Bassdrum und Overheads dazu. Und jetzt ist die Snare sehr kontrolliert. Wir können sie also lauter schieben. Leiser. Ganz raus. So. Oder jetzt mit der Reduction Range spielen. Wie viel geben wir vom Rest wieder dazu? Wir können das Ganze halliger machen. Ohne. Jetzt mache ich das Noise Gate aus. Nicht schlechter, aber sehr räumlich. Mit. Du siehst, das Noise Gate ist nicht einfach nur ein Werkzeug, mit dem man auf und zu machen kann, sondern man kann damit auch richtig Sound machen. Bei einem Podcast vielleicht weniger, aber bei einem Schlagzeug auf jeden Fall. Also hilfreiches Tool und auch noch lädt auch noch ein zum Rumspielen. Dabei wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Und wenn du bei deinem Noise Gate auf jeden Fall sicherstellen möchtest, dass der Transient vorne von jeder Trommel nicht abgeschnitten wird und du der Look-Ahead-Funktion nicht vertrauen solltest, dann schau als nächstes in dieses Video. Da habe ich nämlich genau erklärt, wie du dem auf jeden Fall aus dem Weg gehst. Kannst du, dass deine Trommeln vorne nicht leiden. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage, mach's gut und Yassou.